Ja, hallo liebe Freunde und ja, willkommen hier zu Ein Angezockt, und zwar heute mal mit dem Spiel, was wohl die wirklich größte negativen Fortschritte seit den mal wieder, seit No Man's Sky, muss ich ganz ehrlich sagen, mal wieder was reingeknallt worden ist. Und zwar geht's heute mal um Atlas, das Spiel. Ja, das so genauso sein. Die Idee finde ich ja gar nicht mal so schlecht, die hier ist, aber Alter, seitdem das Spiel erschienen ist, am 22. Dezember, hat dieses Spiel wohl wahrscheinlich mit einem der heftigsten negativen Reviews ausgelöst, seitdem ich jemals erlebt habe. Und zwar 28% der 14.000 noch was Nutzern haben das Spiel vielleicht mal als positiv, der Rest alles negativ bewertet. Und zwar geht das hier echt. Also das Spiel wird wirklich mit größtenteils negativ bewertet. Kostenpunkt, ich sag's nur mal gleich, jetzt im Moment in den Sonderangebot bis 2. Januar, 2074. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin schon überlegen, ob ich die 2074 auch wieder zurückgebe. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt hier reinkommen werden. Das ist mir auch so eine Sache, das Spiel hat sowas von, das hier zum Beispiel, auch an der Seite, das sieht total reingemacht einfach aus. Das Spiel ist, wow. So, wir probieren mal, Rejoin at Atlas zu machen. Ich probiere mal wieder reinzukommen in Atlas. Vielleicht komme ich rein, vielleicht nicht. Es kann auch sein, dass es gleich voll crasht. Also wundert euch nicht, wenn es gleich voll abcrasht. Zu Atlas selber, ja. Es ist wie Ark, nur halt wirklich komplett hier so auf Säbel und Piraterie mit ein bisschen Monstern so gemacht worden. Von der Idee her gar nicht mal so schlecht. Aber das Problem an der ganzen Scheiße ist nur, also es sieht schon mal, also es sah letztens, wo ich gestartet habe, ultra hässlich aus. Jetzt haben die Leute noch mal ein bisschen nachgepatcht. Ich hoffe mal, also die patchen nur wirklich ganz schön das Hype raus. Aber es ist einfach, weiß ich nicht, ey, wow. Einfach unter aller Sau, was da rausgeknallt worden ist von, wie heißt das Entwicklerstudio, der die Scheiße hier produziert hat, ey. Normalerweise bin ich eigentlich immer relativ ehrlich. Entwickelt wurde es von, Gaspichot Games. So sieht das Spiel also aus. Ihr joint also rein und, ja. Ey, ich weiß auch nicht, warum ich hier mitten in einer scheiß Pampa joine wieder. Passiert auch öfters mal, dann joinst du hier einfach mitten irgendwo in der Scheiße. So, ich muss hier erstmal hier rauslaufen. Ihr seht, das ist fast so wie Ark. Nur vielleicht ein bisschen hässlicher. Übrigens, die Qualität habe ich schon auf Vollpower gedreht, aber macht der Hübschheit her keinen Sinn mehr. Wir haben Update available. Ihr seht, die Skins sind so ungefähr wie Ark. Also es ist eigentlich fast alles gleich. So, dann können wir hier raussuchen, was wir halt höher haben möchten. Ihr kennt den ganzen Schrott, denke ich mal, alles schon von. Also jeder, der Ark gespielt hat, denke ich mal, wird sich hier mit Atlas auch wahrscheinlich auskennen. So, ich mache jetzt einfach mal einen höher. Wo gebe ich mir mal Keep Water? Da will ich mal mein Dings das reinknallen, damit ich mir irgendwas mal Wasser machen kann. Ich spiele das halt für euch ein bisschen an. Und ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr das Ding haben wollt. Hide fehlt mir. Es gibt auch im Moment wirklich nur diese Server. Mehr nicht. Es wirkt zu dunkel. Ne? Ich sollte mal die Brightness vielleicht ein bisschen höher stellen. Es wirkt wirklich verdammt dunkel, muss ich sagen. So, halt, das war doch Tierfell, ne? Da muss ich wieder irgendein Tier schlachten. Was schlachte ich denn heute mal weg? Ah, und es laggt. Ja, es macht aber nichts. Irgendwas will ich schlachten. Ja, und zu Recht muss ich leider... Wieso? Ich hab doch die Sachen... Ich hatte mir doch schon die ganzen Sachen erstellt. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Hier ist meine Axt. Den Speer hatte ich auch schon fertig. Ja, zieh mal alles wieder unten rein. Jetzt muss ich wieder alles fertig machen, oder was? Soll denn der Scheiß? Naja, so, Füßen hatte ich die noch mit dran gehabt. Kopf, aber auch komischerweise auch alles mit dran. Body Armor hatte ich zufälligerweise auch schon gehabt. Naja, okay. Ihr seht selber, wie das Spiel so aussieht. Ich probiere gleich mal die Helligkeit ein bisschen umzustellen. Das sieht ja wirklich grauenhaft aus. Und ja, läuft es. Ja, wenn ihr mal drinnen seid, dann könnte es vielleicht auch laufen. Soll ich mal Kuh angreifen? Ach, ich glaube, schnapp mal so einen scheiß Bullen hier weg, ey. Obwohl, die lieben sich. Oh, oh, oh. Naja. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir gehen mal gucken. Ich will noch mal ganz kurz in die Options rein. Ihr seht also, eingestellt ist alles schon so hoch. Ich mache noch mal ein bisschen lauter, damit ihr was hört. Was sage ich jetzt zu Atlas?
kauft es euch, wenn ihr unbedingt so geil auf Ark und sowas alles seid. Kauft es euch von mir aus. Meidet es, wenn ihr wirklich keine Lust auf Dora hier rumgesibbelt hat und sie tausendmal warten müsst. Ich weiß nicht, so... Ach, schon wieder einer. Schön. Ach komm, du bist dran jetzt, komm her. Was bist denn du? Level 13, na, lieber doch nicht. Überlege ich mir doch nochmal. Level 13 Bullen sich unbedingt anzulegen, ist vielleicht doch nicht so die schlauste Idee. Ein paar Kokosnüsse kann man natürlich auch noch einsammeln. Es gibt keinen Privatserver, so wie ein Ark, so wo man so ja mal so gesehen offline spielen kann. Nein, so wie ich es mitbekriegt habe, müsst ihr wirklich jedes Mal auf Public Server joinen. Und ich denke mal, das wird aber noch kommen. Also da kann ich euch gleich schon versprechen, irgendwann ist das auch soweit, dass ihr Atlas wahrscheinlich auch irgendwann mal auf Dings spielen könnt, so selber mal spielen könnt. Das wird dann wahrscheinlich auch viel besser sein. Aber im Moment ist es Glück, wenn ihr mal reinkommt in Atlas. Und für den Clipping-Fehler, irgendwie läuft das auch nicht so ganz. Na, was können wir denn jetzt machen? Was ist das hier? Hier, das habe ich noch gar nicht erlernt. Ich habe doch schon Speer erlernt. Was soll denn das jetzt? Alles irgendwie zurückgesetzt vom Server aus her. Keine Ahnung warum. Ich habe denselben Server wieder ausgewählt, den ich vorher auch hatte. Und es wird alles zurückgesetzt. So, ich will da mal ein bisschen den Atlas erstmal rumführen. Ach, süß, ein kleiner... Achso, ich wollte gerade sagen, ein kleiner Baby-Elefant, aber war doch nicht. Ja, so, da hinten wird schon ein bisschen rumgebaut. Da werden so Floße, Riffe, ja, eigentlich dreht sich das Spiel wirklich um Schiffe. Und wie üblich, ja, Tiere spawnen auch richtig kacke oft, ne? Also richtig, wirklich scheiße. So, da ist die Welt. Da, wo ihr wohl wahrscheinlich am meisten die Spieler alle finden werdet. Hier in dieser Welt. Das sieht schon ganz geil aus, aber irgendwie... Weiß nicht. Bisschen matschig und texturenheavy ist es auch. So, ich glaube, da schwimmt gerade auch ein Spieler drin. Oder ist das wieder irgendein Tier, was irgendwie einfach reingebackt ist? Was ist der Kuh, die einfach reingebackt ist? Passiert auch mal. Ja, läuft schon bei dir, ne? Ja, läuft bei dir. Passt schon. Dreh noch mal drei Runden mehr. Dann bist du auch mal fertig. Ihr seht aber, der ganze Hafen ist auch schon voll gebombert, also, oh Mann, ey. Was soll ich jetzt dazu bitte sagen? Da vorne werden irgendwelche Viecher gekillt. Ja, Ark hatte auch seine damaligen Startschwierigkeiten, ich weiß. Man sollte auch ein Spiel nicht gleich voreilig in die Tonne treten, aber ich denke mal, das hier kam einfach zu früh raus. Das hätte noch ein bisschen mehr Zeit im Anspruch genommen. Tagchen, Leute. Macht ihr mal. Ich will mal ein bisschen die Welt präsentieren. So, hier sind manchmal ein paar Spieler. Sie scheint so sehr leckig drauf zu sein. Wir gehen einfach mal weiter. Ach, da sind jetzt... Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig voll. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler sollen hier mindestens sein. Ich glaube, bis zu über 3000 sollen hier zulässig sein in dem Spiel. Ja, manche kommen wahrscheinlich, bauen ihre Flöße auf und hauen danach gleich wieder ab. Also, mehr wird hier auch nicht zu finden sein. Da schwimmt noch eine Kuh. Dann haben wir ein paar NPCs, von denen wir uns Quests annehmen können. Oder Shops auch haben können, glaube ich. Und so sieht das Ganze einfach aus. Diese ganzen Flöße, die hier am Anfang sind. Hier ist so... Einer hat hier schon was draufgeschrieben. Wind Viper. Ja, die haben ja alle ihre Schiffe ein bisschen benannt. Aber ich glaube, die standen hier schon Ewigkeiten rum. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute davon überhaupt noch aktiv sind. Wenn sie mal wieder raufjoinen können. Boah. Entschuldigt bitte, ich hab... Oh. Ah, Mensch, gerade hier Kloß im Hals gehabt. Kann mal passieren. Ja, hier haben wir auch noch einen NPC. Was machst du denn eigentlich? Travel to West, Rogue, Travel to East, Travel to North. Ach, der würde uns sogar hinfahren. Oh, nicht schlechter, mach mal. Ich wollte ihn jetzt eigentlich nicht schlagen. Oder... übrigens, schlagen könnt ihr auch auf links und rechts. Also ihr könnt zwei, also linke Maustaste linker Schlag, rechte Maustaste rechter Schlag. Ich nehme meine Axt in der Hand, dann geht's wieder ein bisschen besser. So, ja, dann wollen wir... Eigentlich würde ich gerne mal so oben zu der Schädelgrotte mal hin. Vielleicht kommt man da irgendwie hoch. Musik ist cool, stimmungsvoll auf alle Fälle. Hi, Gnome. Geh weiter. Hier steht einfach mal eben ein Bulle rum, scheiß hier mal einen ab. Warum auch immer.
Ja, ihr seht, bei den Spielen passt es hinten und vorne einfach noch nicht. Grafisch, naja. Also, so Texturen, wenn ich mir die so ansehe, wow. Naja, vielleicht doch ein bisschen zu früh alles gejoint. Also, ich will mal versuchen, da oben mal hinzukommen. Warum mal nicht? Vielleicht schaffen wir es, ja? Ja. Bestimmt. Ja, das ist so der erste Eindruck, oder besser gesagt, das erste Gameplay so von Atlas, was ich mal so rausgebracht habe, um euch ein bisschen vorzuwarnen. Im Moment, wie gesagt, kostet es nicht so viel. Man sollte es aber auch wirklich mit Vorsicht genießen. Also wie gesagt, ich habe gerade richtig Glück, dass ich mal raufkommen konnte. Ich habe auch schon, habe ich mal ausprobiert, vorgestern oder so. Da hatte ich es auch mal ausprobiert, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen auf den Scheiß-Server. Da war alles voll. Ratzekal voll. Und da standest du dann schon und hast dir erstmal... Ich bin fast runtergefallen, na gut, egal. Und hast dir schon überlegt, wofür hast du gerade deine 20 Euro da gerade investiert? Ja. Also ich würde sagen, für jeden, der Atlas oder so ein Spiel mag, könnt ihr euch kaufen, jetzt im Moment für den Preis. Seid dessen bedacht, dass wir, dass das Spiel, dass ihr nicht immer raufkommen könnt, dass ihr nicht immer spielen könnt, dass ihr echt so, ja, mal Glück haben müsst, so wie ich jetzt gerade mal zum Join. Zwar patchen die echt extrem nach, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das machen die wirklich, also die Entwickler lassen das Spiel nicht so, wie es ist. Sondern patchen doch schon sehr extrem nach und finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Kann ich das nicht fällen? Das ist ein Baum, Mann. Na, dann nicht. Ich hatte auch schon Situationen gehabt, da bin ich gejoint und bin irgendwo im offenen Meer gejoint und wurde dann tausendmal von irgendwelchen Kraken gefressen? Ich glaube ja. Ja, ich habe Durst. Das ist gerade, ja, Durst, aber ach, scheiß drauf. Wenn er stirbt, dann stirbt er halt. Ja, ja, sauf doch hier. Das Wasser. Kannst du trinken, komm. Ja, schön Schluck. Nimm dir deinen Schluck, Mensch. Da früher war es im Ark auch so gewesen, dass wenn du da drinnen warst, auch was trinken konntest. So. Wir nehmen mal das zu uns, aber ich glaube, das gibt nichts. Wo sind meine Bären? Bären sind auch nicht mehr da. Wozu auch? Ich meine, ich habe ja nicht genug mal gesammelt, damit es alles wieder weg ist, ne? Ach, stirb doch einfach vor dir hin, Mann. Jetzt rottet er hier vor sich hin, ja. Ja, Raw Food, ach scheiß drauf. Ach, Raw Food ist noch da. Na, wie schön. Ja. Was gibt's sonst noch so zu Atlas zu erzählen? Ja, das meine ich halt. Hier, guckt euch das an. Spawn einfach irgendwo die Viecher. Wo sie eigentlich nichts zu suchen hätten. Was trifft mich denn da andauernd? Ach. Oh, ich mache einen Jumper. Ich habe überlebt? Nein, doch nicht. Ich tötete mich selbst. Ja, hatte ich mal Lust zu. Respawn, hungry, gone. Mal gucken, ob ich gleich wieder irgendwo ins Wasser falle. Das ist mir ja auch ganz kurz immer so ein Begriff für das. Ich hatte das wirklich tausendmal gehabt. Da habe ich auch mal drauf gehört, zurück, Respawn Home Regal und bin dann irgendwo ins Wasser gestürzt. Aber nein, wir sind immer da. Oh, da hinten hat sie mal geschafft, ein Schiff zu bauen. Okay, komm, das wollen wir uns mal ansehen. Jedenfalls mal das erste Schiff hier mal. Scheiß auf, ob wir gestorben sind oder nicht. Aber es hat wirklich mal einer geschafft, endlich mal ein richtiges Schiff aufzubauen. Begeisterung. Ey, ihr seht, es passt alles noch nicht mal hinten zusammen. Hinten und vorne, es passt einfach gar nichts im Moment hier in dem Spiel. Deswegen sage ich euch, überlegt es euch mit den 20 Euro... Ich bin schon wieder irgendwo ganz anders. Ne, ich bin in der Stadt. Überlegt es euch mit den 20 Euro, ob ihr das investieren wollt. Ja, es gibt nicht gerade so viel zu erzählen jetzt hier. Mir macht Ark ja auch eine Menge Spaß, aber ich finde es schön, dass man Ark jedenfalls auch so gesagt hat, dass man nicht unbedingt auf die Server joinen muss, sondern sich auch gesagt hat, hey, komm, ihr könnt auch offline oder auf euren privaten Dingern halt spielen, aber das ist ja dann Offline-Game nur. Weil die Server hier sind einfach viel zu überlastet. Das merkt man auch ganz stark. Im Moment geht's noch, dann hat man das mal sowas wie... Ist da jetzt gerade ein Ding lang geflogen, oder? Was macht ihr da jetzt für Hobbit-Anfälle? Ach, ihr verprügelt Krabben. Ich freue mich. Macht mal. Ach, ihr klappt auf Schildkröten rein. Nee, 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 nicht du. Nein, ich will dich nicht, Mann. Oh, Kacke. Der visiert auch gleich an, was ich auch nicht will.
Ich will kein... Ich will kein Target-Ziel haben. Ach, lass sein. Und er schwingt langsamer als meine Oma beim Kacken, ey. Ach komm, lass sein. Bringt ja gar sowieso nichts. So, ja, also man merkt schon, wie es hier bei Atlas so um mich zuläuft. Ich brauche davor eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich denke mal, das erzählt sich von ganz alleine. Alleine, wenn ihr euch die Nutzer-Reviews durchgibt. Wie gesagt, ich werde das Spiel, ich habe es zwar günstiger gekriegt, aber ich werde das Spiel danach auch wieder zurückgeben, weil es wird für mich keinen Sinn machen. Ich sehe auch hier drin keine Zukunft. Es gab ja schon einen riesen Shitstorm davon, dass viele Leute gesagt haben, dass da irgendwie nur Streamer am Anfang, so ausgewählte Streamer am Anfang immer draufgekommen sind. Jetzt im Moment soll es sich wohl beruhigt haben. Naja, es ist so seine eigene Sache. Wie gesagt, es kann ein schönes Spiel werden. Ich denke mal, es wird auch irgendwann ein schönes Spiel werden. Aber halt im Moment ist das eine reine Katastrophe. Und ich bin gespannt, wann sich das wieder fangen wird. Wie gesagt, optisch sieht es schön aus. Das ist ein schönes Setting. Man hat sich so Piraten-Setting ausgesucht und sowas alles. Aber was bringt es ein, das Spiel zu spielen, wenn man kaum mal Fortschritte richtig erzielen kann? Da ist wirklich hier, ne? Ich meine, das da hinten, das finde ich schon ein riesen Fortschritt, der Kerl, der das aufgestellt hat. Wow, Bombe. Glückwunsch dafür. Aber es ist halt so, ja, grafisch sieht es auch nicht ganz so umwerfend aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir schöner... Und dann die Tierspawns. Alter, das ist so radikal kacke. Wow. Wir werden einfach irgendwo hingedroppt, ey. Haben keinen gewissen Spawnpunkt oder so. Werden einfach mal irgendwie wahllos in die Welt reingedroppt. Ja, hier guckt euch das mal an, ey. Alter Falter, da haben sie irgendwie so einen Droppointer hingerichtet, wo ein paar Elefanten joinen sollten. Kuh, alles. Alles joint hier. Alles droppt hier, ey. An der Ecke. Und das sieht dann echt nicht mehr schön aus. Was willst du dann sagen, ne? Ich meine, da... Ja, wenn du schon so ein Spiel rausgibst und nur für den... boah, jetzt wird's zurückgesetzt. Und wenn du dann natürlich nur im Server spielen kannst... Ich hatte auch schon mal so eine Szene gehabt, das war noch schlimmer. Da wurde ich von riesigen Schlangen angegriffen. Da habe ich gedacht, wow. Ne? Klar, Ziel des Spiels ist es eigentlich, dass die Community wieder was bauen soll. Ich erinnere mich nur gerne, na, dass die Community hier selbst ihre Regeln aufstellen soll und bla und blub und blub und bla. Ich erinnere mich nur mal daran, dass es bei Fallout auch schon ziemlich in die Hose ging, ne? Fallout 76 war auch nicht ganz so toll. Naja gut, hier sind ein paar mehr NPCs. Aber es gibt ja, ja gut, storytechnisch und so brauche ich sowieso nicht von reden, von Atlas. Da baust du dir selbst eine Story auf. Aber so von der Art und Weise her, wie das Spiel so aufgebaut ist, es sagt mir nicht zu. Was haltet ihr jetzt von Atlas? Ihr seht es ja selber gerade. Auch die Schlaganimation. Wow. Warum soll das da gut kommen? Ich verstehe dieses Blaue auf einmal nicht. Seht ihr? Was soll ich jetzt zu der Schlaganimation sagen? Hm. Auch nicht gerade geil, ne? Muss ich sagen. Hm. Naja. Ich werde es abbrechen. So gesehen hier mit den letzten Worten. Ihr entscheidet, ihr müsst es euch selber, entweder kauft ihr es euch selber noch in der Aktion oder nicht, aber dann lebt mit sowas hier und lebt auch damit, dass es wirklich euch erstmal Haare zerraufen wird, ihr werdet sauer sein, ihr werdet gefrustet sein. Ich verstehe die Kritik, die negativen Reviews vollkommen, nachdem ich das Spiel jetzt gespielt habe und ich verstehe auch vollkommen, warum es so einen Shitstorm um Atlas gab. Ich finde, mehr Entwicklungszeit hätte den Spiel nicht schlecht getan. Es ist eine schöne Idee, ich will ja gar nicht sagen, dass das Spiel komplett scheiße ist. Nein, das Setting ist schön. Es ist eine lustige Idee, mal nicht nur Dinosaurier zu jagen, sondern auch mal sowas mal zu machen mit Schiffen und Piraten und bla und bla und bla. Ist ein schönes Setting. Aber bevor das hier richtig ausgereift ist und bevor das hier eigentlich richtig funktioniert, denke ich mal, wird mindestens noch ein halbes Jahr oder vielleicht sogar noch ein Jahr ins Waage leiten oder besser gesagt ins Lande ziehen, bis das hier endlich mal so gesehen spielbar richtig wird und man sagen kann, hey, man kann dieses Spiel spielen. Ja, ihr seht selber, ne? Also es ist, wie es ist. Ne? Unfertig. Komplett unfertig, komplett zu früh. Und ja, ne? Kleine Vorwarnung von mir auch vorweg. Wenn ihr es euch kaufen wollt, ich werde es wieder zurückgeben, definitiv. Also steht bei mir schon mal fest. Ich wollte es eigentlich nur um
eigentlich kaufen, um mir das wirklich mal richtig anzusehen, weil wenn schon so ein riesen Shitstorm da rumgeht, dann würde ich auch wissen, warum der Shitstorm so ist. Und zum Glück kann man ja mal wieder umtauschen. Das geht ja, ein Gott, zum Glück nochmal. So, auf diesem Wege bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch mit dem Bild hier ein schönes neues Jahr, guten Rutsch oder sonst was alles, wenn ihr das Video auch mal sehen solltet. Und bedanke mich recht herzlich und bis zum nächsten Mal.